dieses Kreispokalfinale für die Saison 22/23 in Oberröpplingen sollte ein großes Fußballfest werden. Und das wurde es auch, so viel sei an der Stelle schon verraten. Und da spielten auch verschiedene Wetterkapriolen keine Rolle. Riesenstimmung schon vor dem Stadion, hier Anhänger der SG Thürathal. Und damit wird es auch Zeit, sich mit den beiden Mannschaften zu befassen, die hier als Pokalsieger vom Platz gehen wollten. Bleiben wir gleich bei der SG Thürathal. Der aktuelle Sieger in der Kreisliga Staffel 2 hat Großes vollbracht und galt sicher bei den wenigsten als Favorit für diesen Kreispokal. Der Weg ins Finale führte über spannende Spiele, teilweise bis ins Elfmeterschießen. Die Mann aus Stolberg und Rottleberode über den VfR Wandsleben, Grün-Weiß-Wimmelburg, Eintracht Kreisfeld, VfB Sangerhausen 2 und schließlich der SG Bräunrode-Arnstein 2. Kreisoberligist Fortuna Brücken hatte es da zumindest zu Beginn etwas leichter, begann für sie doch der Wettbewerb erstmal mit einem Freilos und auch in der nächsten Runde kam man kampflos weiter, da Rot-Weiß-Polleben nicht antrat. Aber dann der Elfmetersieg gegen Kreismeister Allstedt, schließlich dann noch der Sieg über Blau-Weiß-Bornstedt und im Halbfinale dann das 3:2 im Elfmeterschießen gegen den heutigen Gastgeber VfB Oberröpplingen. Inzwischen hatte das Schiedsrichterkollektiv um Mario Hoser längst angepfiffen und die Partie zwischen Thürathal in Schwarz und Brücken in grauer Spielkleidung lief. Beide Mannschaften tasteten sich ab. Keine der Mannschaften konnte entscheidende Vorteile für sich beanspruchen. Das spiegelt auch die Statistik wider. Sie sind sich in der Vergangenheit schon 26 Mal begegnet. Dabei gab es 12 Siege für Brücken, 13 für Thürathal und ein Unentschieden. Ausgeglichener kann es kaum zugehen. Noch ein Wort zu den Wetterkapriolen. Es gab immer wieder kurze, teilweise auch heftige Schauer, die aber die Spiellaune auf dem Platz nicht beeinträchtigten und auch die immerhin 759 Zuschauer nicht vertreiben konnten. Im Laufe der nächsten Minuten konnten sich aber die Spieler von SV Fortuna Brücken einige Feldvorteile erspielen. Und man muss sagen, Markus Appel im Tor der Thürathaler war wesentlich beschäftigter als sein Gegenüber. Aber auch Stefan Krause im Tor der Brückner musste wach bleiben. Denn immer wieder konnten sich auch die Thürathaler bis vor sein Tor mogeln und die eine oder andere zumindest leidlich gefährliche Aktion vollbringen. Dann kam es in der Schlussphase der ersten Halbzeit zum schlimmsten Regenguss des gesamten Spieles und dort spielten sich entscheidende Szenen ab. Landet in der 30. Minute der Ball schon einmal im Netz der Thürathaler, passierte dasselbe in der 39. Minute bei Fortuna Brücken. Beide Male war es allerdings abseits. Und dann die 42. Minute. Folgende Aktion. Sebastian Krause erzielt das 1:0 für Brücken. Riesenjubel beim SV Fortuna und den mitgereisten Fans. Da konnte es gießen, wie es wollte. Die Freude war riesengroß. Man empfand dieses Tor vielleicht auch ein bisschen als Erlösung. Und Sebastian Krause hätte kurz danach noch einen drauf machen können. Sehr schöner Freistoß, aber genauso tolle Rettungstat des Thürathaler Goalkeepers. Viel passierte nicht mehr und der Schiedsrichter schickte beide regennassen Mannschaften in die Kabinen. Sozusagen in einer schönen Wetterphase konnte die zweite Halbzeit in diesem Pokalfinale angepfiffen werden. Die Ausgangslage für die Thürathaler war natürlich jetzt schwieriger geworden. Sie rannten ja einem Rückstand hinterher. Aber Brücken war dem 2:0 näher als die Thürathaler dem Ausgleich, wie die folgenden Szenen belegen.
Doch die Stolberger und Rottliebe Röder ließen sich nicht lumpen. Die Intensität in dieser Partie nahm deutlich zu. Es wurde spannender und die Torszenen häufiger. Dürathal konnte sich mehr und mehr Spielanteile holen, jedoch ohne zählbare Ergebnisse damit zu erzielen. Im Zweifelsfall fing Stefan Krause die Bälle einfach weg. Bei den Kontern der Brückner lief viel über Nils Krämer. Aber auch hier fehlte das letzte Quäntchen Durchschlagskraft und es blieb beim 1:0. Langsam begann die Zeit für die Thürathaler davonzulaufen. Sie standen immer mehr unter Zugzwang, an diesem Resultat noch etwas zu ändern. Logischerweise warfen sie viel nach vorn in eine Schlussoffensive. Es brannte auch zeitweise lichterloh vor dem Kasten der Brückner. Doch die hatten auch Chancen auf Konter wie hier David Heuer. So verrannen die Minuten. Thürathal rannte, wenn auch nicht besonders effektiv, an. Und es gibt hier nochmal ein Beispiel für eine Kollektivabwehr durch die Brückner. Am Ende vom Lied kam es, wie es kommen musste. Nach einer üppigen Verlängerung von 5 Minuten pfiff der Schiedsrichter ab und Mansfeld-Südharz hatte einen neuen Kreispokalsieger, den SV Fortuna Brücken. Herzlichen Glückwunsch! Der Jubel war riesengroß. Hier noch ein kleiner Eindruck von der großen Freude bei den Brücknern und ihren Fans. Leider ging in dieser Situation der Auftritt der Sangerhäuser Akrobatinnen ein wenig unter. Sie sollten eigentlich die Halbzeitpause gestalten, doch das fiel ja ins Wasser. Und so führten sie ihre Übungen tapfer zwischen den jubelnden Gewinnern und den etwas enttäuschten Zweitplatzierten durch. Dann wurde es offiziell. Der Präsident des Kreisfachverbandes Fußball Mansfeld-Südharz, Thomas Große, nahm die Siegerehrung vor. Als allererstes möchten wir uns bei den Schiedsrichtern bedanken, die eine gute Leistung gebracht haben. Das ist der Sportkamerad Reinsch, Stamm und als leitender Schiedsrichter Mario Hoser. Der Leiter Fußball Rottliebe Rode, Jens Schuster, ergriff die Gelegenheit, einen besonderen Spieler zu ehren. Wir gratulieren natürlich als SG Thürathal den Kreispokalsieger Fortuna Brücke aufs Herzlichste. Es ist für mich insoweit ein sehr bewegender Moment. Ein sehr bewegender Moment, weil ein Fußballer aus unserer Region, ein Fußballer, der mal in Stolberg groß geworden ist, der 20 Jahre beim SV Wacker gespielt hat, den ihr alle nur als Hoppel kennt, keiner kennt ihn unter seinem gutbürgerlichen Namen. Ein Muster an Beständigkeit, Torjäger vor dem Herrn, er macht heute sein letztes Spiel und ich möchte mich ganz herzlich bei Hoppel bedanken. Hoppel, ich danke dir. Die wichtige Ehrung, die gibt es dann heute bei uns im Sportverein. Und jetzt gebe ich wieder das Mikro an Thomas. So, dann kommen wir jetzt zur Siegerehrung der Mannschaften, die sich das nach dieser langen Saison wirklich verdient haben und zu Recht im Endspiel waren. Das ist einmal der Kreisligist aus Thürathal, der hier Wacker gekämpft hat und, sag ich mal, ein gleichwertiges Spiel abgeliefert
und unglücklich verloren hat. Kaum zu hören in dem Jubel die Ankündigung, dass nun der neue Kreispokalsieger seine wohlverdiente Ehrung erhalten sollte. Jetzt kannte der Jubel endgültig keine Grenzen mehr. Fortuna Brücken wird damit den Landkreis im Landespokal in der nächsten Saison vertreten. Herzlichen Glückwunsch!